sehr stark bewusst geworden, wie meine eigene Kultur oder meine Erziehungsweise in Deutschland, meine Erfahrungen aus Deutschland mich beeinflussen in meiner Denkweise und in meinem Handeln. Und wie ich eben gesehen habe, wie auch in Ghana die Leute von ihrer Kultur und ihren Glaubenssätzen eben beeinflusst werden und wie oft dadurch Kommunikationsschwierigkeiten auch entstehen können. Und genau, also jetzt ist mir bewusst geworden, wie wichtig das ist, darauf immer zu achten, dass man eben wirklich durch seine Kultur sehr geprägt ist im Denken und es nicht richtig oder falsch ist, sondern einfach total unterschiedlich und auch trotzdem eine Kommunikationsebene finden kann. Ich würde sagen, dass ich schon selbstständiger geworden bin, weil ich halt von einem Tag auf den anderen plötzlich alleine gewohnt. Meine Gastfamilie hat zwar neben mir gewohnt, aber ich musste den Haushalt alleine machen und genau dadurch bin ich auf jeden Fall selbstständiger geworden.